Sieh sie dir an. Die fürchten sich vor gar nichts. Kannst du ihn erwischen? Ich weiß nicht, Genosse Leutnant. Aber es werden keine Panzer kommen. Sie müssen durchhalten. Die Verstärkung ist schon unterwegs. Ich bete für ein paar Scharfschützen. Runter! Die Messerschmitt hat die Kolonne ausgelöscht. Sind Scharfschützen unter den Überlebenden? Nein, Genosse Major. Nehmen Sie, was Sie kriegen können. Geh in Position und visier das zweite Ziel an. Wo soll ich es treffen, Genosse Leutnant? Wir sind von größter Wichtigkeit für den bevorstehenden, entscheidenden Durchbruch der deutschen Armee. Wohin würdest du zielen, um einen Feind zu eliminieren? Wäre er ein Eichhörnchen, würde ich ins Auge zielen. Damit sein Fell nicht beschädigt wird. Aber wer braucht schon das Fell eines Faschisten? Wie schön! Du hast uns etwas mitgebracht. Haben Sie Scharfschütze? Gut organisierte Arbeit. Und wo solltest du den Feind am besten treffen? Ins Herz, Genosse Leutnant. Wie ist dein Name? Igor Cherin. Also, mein Brüderchen Cherin, es freut mich, dich kennenzulernen. Ich bin Oberstleutnant von Rühlich. Sieht aus, als hättest du es knapp verfehlt. Ich hätte ihn mitten ins Herz getroffen. Ich bin sicher, der Faschist hätte nicht aufrecht vor mir gestanden. Er hätte gelegen. Die Kugel hätte sich durch seine Schulter in sein Herz gebohrt. Fertig machen zum Angriff.